herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Vlog. Und zwar, ja, ihr wollt bestimmt wissen, was ich heute so gegessen habe. Ich glaube, es wird gar kein Full Day of Eating, sondern einfach nur so ein Vlog. Warte mal, wo ist die Sonne denn? Einigermaßen, okay. So, ihr hört's, wo ich gerade bin. Und ja, schauen wir mal, was wir jetzt machen. Ja, ich nehme mich heute mal mit auf einen Tag und zwar so mit mir und was ich so mache. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit, habe gleich noch Uni und danach werde ich auch noch was unternehmen. Und ich möchte euch heute was ganz, ganz Wertvolles zeigen auf dieser Welt, was absolut verloren gegangen ist, leider. Ja, und wir starten einfach mal. Ich bin hier mitten in der Natur und ja, für mich gibt es heute auch Wiesengras und was es gestern bei mir gab, das seht ihr jetzt. Und ich will da nichts sagen, aber ich meine, ich glaube, ich habe Freunde, also ein paar, also irgendwie so. Hi. Die kennen mich schon. Aber was ich einfach so faszinierend fand, das zeige ich euch gleich. Hier, das ist der Bulle. Der ist ganz lieb. Der hat übrigens die kürzeste Zunge, der Bulle. Na, Kollege? Nicht! Da ist ein Stacheldraht. Und zwar, was ich euch zeigen will, ist einfach mal das hier. Moment. Und zwar. Seid einfach mal ehrlich zu euch. Wenn jemand auf der Straße zu euch kommen würde und euch einfach etwas zu essen anbieten würde oder hinhalten würde, würdet ihr es essen? Nein. Natürlich nicht. Weil ihr denkt, naja, was denkt ihr? Ich möchte euch einfach meine Geschichte erzählen. Sieht ein Wolf im Wald, ein Wolf, denkt er sich, ah, ein Wolf. Sieht ein Mensch im Wald, ein Mensch, denkt er sich, ah, sicher ein Mörder. So lustig das auch klingt, aber das ist wirklich Realität. Ich meine, denkst du, du würdest von jemandem etwas nehmen, wenn was passieren müsste? Was müsste passieren? Wenn du zuvor allein auf der Welt gewohnt hättest, dann auch nicht. Wenn du zuvor zu zweit auf der Welt gewohnt hättest, dann auch nicht.
Wir Menschen brauchen einen Verband, in dem wir uns austauschen können untereinander. Wir können nicht alleine alles wissen und erleben, was wir sollen. Dafür ist unser Leben einfach zu kurz konzipiert. Das macht schon alles so Sinn. Die Antwort ist, in einer gewaltfreien Welt, voll mit Liebe. Es ist ein Zeichen, dass von Grund auf Liebe in allen Lebewesen steckt, was ich euch gerade gezeigt habe. Bis man sie vom Gegenteil überzeugt und bekehrt. Menschen können heute nicht mehr lieben, weil sie zu oft vom Gegenteil überzeugt wurden. So etwas ist sehr, sehr selten zu finden. Wie gerade eben noch bei diesen Kühen. So etwas ist Reichtum zu haben. Und so etwas ist unbezahlbar heutzutage. Vergiss das nicht. Diese Lebewesen, wie ihr sie gerade seht, besitzen noch Vertrauen in die Welt. Und das tue ich auch noch. Und das sollten wir alle mehr tun. Dann würden wir uns alle wieder mehr trauen. Und das ist die einzige Chance letztendlich, wie wir noch Liebe zulassen können, indem wir uns wieder trauen. Beste Freundin, weil die folgt mir immer. Egal, ich bin ein ganzes Stück schon gelaufen und die folgt mir die ganze Zeit. Komm, Frieda! Komm! Hi! Wie ist die Lage? Voll cool. Komm mal mit, wir brauchen jetzt noch ein bisschen Stroh. Heu. Komm. Hör auf zu meckern, alle Meckerziege. Ach, da hinten kommen die anderen auch. Mal ein bisschen Nachschub. Schneller, ne, sagst du. Soll schneller machen, ne? Du hast Hunger. Ich habe aber sonst nichts zu tun eigentlich. Auch hauptberuflich mache ich eigentlich immer Kühe füttern. Immer vertrieben von denen, deshalb muss ich jetzt alles mit einer Hand. Ich habe hier so zwei Sträuße. Nein, bleib hier. Warte, ihr könnt den haben. Gut. Gut, hau ab. Ich habe hier auch was bekommen. Gut, Frieda. Auch interessant. Es sind auch Brennnesseln, wie man hier sieht. Der hängt da echt ziemlich übel über den Stachel dran. Also so dickes Fell macht ihn glaube ich nichts. Oh, oh, oh! Holy shit! Holy shit! Er hat den Draht kaputt gemacht. Oh fuck! Aber hier seht ihr den mal, mein Gott, diese Kamera ist auch richtig geräudig. Hier seht ihr mal, wie schön das hier ist. Wie schön das hier ist. Ich versuche den mal zu streicheln.
quasi gerade. Weil der Zaun ist schon echt demoliert. Wow, oh, ihr denkt, ich bin eine Fliege. Aber er lässt sich streicheln. Wow, ich hab ein bisschen Angst, aber. Wenn er so imposant ist, der liegt ja schon, weiß nicht. Über eine Tonne, denke ich. Tschüss! Okay, letztes Mal noch. So, herzlich willkommen meine Damen und Herren wieder, und zwar der Tag geht weiter und ich bin jetzt spazieren mit einer Freundin, die nicht gesehen werden will, einer guten Freundin von mir. Und zwar ist es richtig cool, wo wir jetzt hingehen, aber ich sehe vielleicht hier schon mal kurze Eindrücke. Sieht man das? Richtig cool. Und zwar sieht man gleich ganz weit, wo ich hingehe, aber kommt einfach mal mit. Und zwar habe ich mir was überlegt für den Kanal, und zwar wollte ich ja ein paar mehr Vlogs machen für euch. Vielleicht, wenn ich bald umziehe, so vielleicht einmal in alle 8 Tage so ein Vlog. Und ich habe was richtig Cooles mir überlegt für einen Vlog. Nur ist das Problem, mir sind da so ein bisschen die Hände gebunden. Und zwar geht es darum, ich hätte sehr, sehr gerne eine. Wow. Was war das? Und zwar. Ja, aber ich habe halt nur im Monat so 200-300 Euro zu leben allgemein. Und das kann ich mir momentan nicht leisten. Und das ist halt unser Kanal irgendwie, wisst ihr? Und ist auch den Content, den mache ich halt für euch irgendwie. Ja, und vielleicht schaffen wir das irgendwie zusammen. Und vielleicht unterstützt ihr mich einfach dabei und tut mir ein bisschen was dabei. Und wie cool so eine Drohne letztendlich ist. Wow! Scheiße! Heftig! Ja, und wie cool so eine Drohne ist, das seht ihr jetzt einfach mal. Thank you.
Big city life, my traffic gets by. Pressure lies up, no matter.